Objekt erzeugen. Meine Erzeugnisse. Gut, ich habe auch noch kein Benzin. Der Kabin holt erstmal ein bisschen Benzin. Man konnte ja auch die aus... Ja, so, so ist schön. Munition brauche ich noch nicht. Ich will erstmal hier so ein bisschen durchstarten, ne? So, ich habe keine Munition. Ich habe keine Bewaffnung. Was mache ich zuerst? Ich fliege zum anderen Planeten hin. Also, falls es auf uns schießen sollte. Es war schön, euch gekannt zu haben, ne? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit mir, den Kabin, der seinen Hangar ausbauen tut. Und Mann, oh Mann, oh Mann, das dauert ja schon lange. Aber ich habe schon mal einen Durchbruch gemacht und kann schon mal sagen... Uiuiui. Warte mal, wo war denn? Das war doch da. Also so viele fehlt ja nicht mehr. Aber wenn man die Dimension sieht, da werden ihn, da wird ihn übel. Da hinten ist unser Anfang, also der Anfang unserer Base. Also, Heide Witzka, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich musste ja bis hierhin mindestens, also... Wenn ich jetzt überlege, mindestens ab hier müsste ich denn so alle wegfräsen. Größentechnischerweise, wisst ihr? Weil wie gesagt, ich rechne von Monströsitäten in Sachen der Enterprise. Und ich gehe mal davon aus, dass das schon so diese Größe braucht. Dass man da so rinfliegen könnte, wenn es drin passen tut. Ich weiß es ja nicht. Aber unser Raumschiff dürfte rein theoretisch jetzt in diesem Moment schon fertig sein, oder? Also, ich hoffe es. Naja, gut. Ich bin die ganze Zeit hier schon am Bauen. Naja, gut. Die eine Minute kriegen wir auch noch hin. Die kriegen wir auch noch hin. Was brauche ich denn noch? Sauerstoff, hatte ich gesagt, ne? Sauerstoff, also... Wäre schon cool gewesen, hätte ich das sofort hergestellt, aber nein, ich musste warten, bis ihr da seid. Ich habe gedacht, die wächst noch. Aber guck mal, da wo wir gebaut haben, ist alles kahl, ne? Du siehst hier, naja, jedenfalls auf die Seite siehst du, wo wir hinbauen. Da wächst nichts mehr. Weiß nicht, ob das so gut ist. Aber ich sag mal so, Steine sollte jetzt uns demnächst nicht mehr so ausgehen. Also wie gesagt, Baumaterial haben wir so eins wie Sachen zusammengeschabbert, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der CO2? Gleich mal ein paar herstellen. Weil ich weiß nicht, wie viel ich da oben brauche. Ich gehe von viel aus. Aber ich weiß auch, dass es damals... Ja gut, die kannst du hier bestimmt nicht herstellen. Es gab damals Kanister, die du auch so atmen... Also atmen technischerweise, weil man will ja atmen können. Wie gesagt, das, was ich grausam finde, ist, dass du dafür... Wir haben doch Punkte gekriegt für das Bauen? Ach, oder für das Abbauen. Das kann auch sein. Weil wir haben ja jedes Mal Stein abgebaut. Hey, cool. Das heißt, ich kann jetzt den Dekonstruktor bauen. Und das war's. So, und jetzt kriegt man gleich bei Waffen drin. Es gibt nämlich Sachen, die ich freischalten möchte. Ja, Standardpistole ist standardmäßig. Standardverkehrt. Eine Laserpistole. Ein Lasergewehr. Jetzt kann ich endlich auch die Munition herstellen für das Lasergewehr. Oh, okay. Kann ich denn doch noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, Monsignor. So, Freundchen der leichten Unterhaltung. Was ist denn hier? Ach, da... So, wo ist denn jetzt mein Raumschiff? Wo kann ich denn das jetzt abholen? Ist das jetzt hier drinne? Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil wie gesagt, ich habe das so noch nie gebaut. Wird das hier geliefert per Post oder was?
Objekt erzeugen. Meine Erzeugnisse. Warten Sie mal, ich mach das mal hier, weil dann haben wir genug Platz, um uns das ein wenig anzuschauen. Achso, das wird einfach so reingeploppt. Das ist unser Raumschiff. Unser Schnicke-Ding. Mit Strahlung. Ja, toll. Wo mache ich denn jetzt hier den Sauerstoff hin? Mach jetzt keinen Scheiß. Das hat auch keine Andockstation, ne? Oh, das hat so ja einen Detektor. Nee, das ist ich. Wir klicken uns einfach mal eine Runde durch. Ich hatte das ja vorher auch gehabt. Hä? Ich hatte das letzte Mal gehabt. Richtig hinsetzen hier. Hä? Moment mal. Gut, ich habe auch noch kein Benzin. Der Kabin holt erstmal ein bisschen Benzin. Dann müssen wir mal gucken, wie ich das Ding aktiviere. Das war einfach bloß, ich muss aber wie mit der Base aktivieren, ne? Musstet genauso aktivieren wie die Base. So, da ist der Sauerstoff. Das ist das andere. Das ist das andere. Wo ist denn das ganz andere? Ich habe das jetzt alle darin gesteckt, wa? Stell mal einfach bloß erstmal so Kraftstoff her. Biokraftstoff. Ich glaube mal nicht, dass das ist, was ich brauche. Wo sind jetzt die Zellen? 21 Stück da. So, ich hoffe mal, dass das genau diese Ladung ist, die ich brauche. Aber auf jeden Fall, das Schöne ist, dass es sich nicht zusammenbauen tut und einfach mal so verschwindet. Verschwinden, kommen die wieder. So in der Richtung, wisst ihr? Weil ich muss ja auch irgendwie das Ding laden. Nee, das ist falscher PDA. Nee, das ist auch nicht. Mann, verdammt nochmal. Da ist es. So, füllen. Sauerstoff. Nee, das ist Treibstoff. Jetzt ist Sauerstoff. Drinne. So, Raumschiff Power. Ach, der Ding ist ja schon an. Es hat bloß gefehlt. Man konnte ja auch die Außen. Ja, so, so ist schön. Munition brauche ich noch nicht. Ich will erstmal hier so ein bisschen durchstarten, ne? Ja, startet. Jetzt ist natürlich gut, dass ich. Wäre schön, wenn ich Schubdüsen hätte, ne? Also, das geht ja von alleine. So, das ist also das Weltall. So clean sieht er ja nicht aus, der Planet. Warten Sie mal. Genau, da kannst du nämlich Ping machen und dann zeigt er die Ressourcen in der Nähe an. Und vor allen Dingen ist das gut auf dem Planeten. Sag mal, wenn ich jetzt quasi... Ah, jetzt zeigt er mir das an. Ich kann ja aber auch... Da, Akuna Matata. Das soll er mir immer anzeigen, dass ich immer wieder nach Hause komme. Ja, man will ja auch nach Hause kommen. Sag mal, das mit den großen Planeten ist da ein bisschen übertrieben, das ist ein bisschen ganz schön weit weg, wa? Jetzt will ich mal gucken, ob sich, sieht schon nice aus, wa? Warum wird mein Planet nicht angezeigt? Also, ich meinte natürlich hier so angezeigt, ne? Offen hat anzeigen, Wegpunkt anzeigen, ich will das haben.
Naja, gut. Es gibt ja auch noch, wie gesagt, die große Karte. So, ich habe keine Munition. Ich habe keine Bewaffnung. Was mache ich zuerst? Ich fliege zum anderen Planeten hin. So. Wir sind ja nicht bescheuert. Ich habe abgespeichert. Oh, Moment mal. Ich habe da so eine Idee. Diese Meteoren. Also wenn da jetzt was wäre, dann würde er ja was anzeigen, ne? Wenn da Erze oder so drinne sind, ne? Also geht mal davon aus. Oh, der sieht doch sehr, sehr friedlich aus, der Planet. Mit seiner Kruste. Sagen Sie mal, Mr. Carbin, naja, ein bisschen Energie haben Sie ja noch. Man muss daran denken, dass du auch wieder zurück musst, ne? Also. Zeigt der irgendwo die Geschwindigkeit an? Na, ich weiß nicht. Gut, also, das heißt aber erstmal, wir müssen vor allen. Also, alles, was da so. Alter, was ist denn das denn hier? Böse? Das hier drin ist Weltall. Das ist ein bisschen übertrieben, wa? Oder hat der Planet Krebs? Das sieht ja aus wie ein Geschwür. Das ist ein Gebirge, das aus dem Weltall. Das geht ins Weltall drin, das Gebirge. Das würde ja heißen, man kann ins Weltall. Dann würde es ja da drin ersticken. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht auf so Richtung Base oder so lande, ne? Na? Er hat umgeschwenkt. So, es ist ein roter Riese. Ich werde mal da unten. Was ist denn da unten? Ich hoffe nicht, dass du in der Base bist oder so. Also, falls es auf uns schießen sollte, es war schön, euch gekannt zu haben, ne? Aber es sieht eher aus wie so ein. Ein Frack, aber was ist das da hinten? Ich bin ein bisschen vorsichtig, ja, ne? Also, nicht wundern. Warten Sie mal, was haben wir denn hier überhaupt? So, erstmal haben wir strukturmäßig erkannt. Na gut, ich gehe erstmal an. Ey, da ist eine Palme. Krass, eine Palme. Was haben wir da unten, ne? Muss mal kurz landen. So, kann ich jetzt einfach so aussteigen und das. Achso, warten Sie mal, das macht man hier anders. Kann ich nochmal zurück? Genau. Darin und dann macht man Power aus. Dann fällt man wie ein Stein, aber man hat noch Energy, wisst ihr? Strahlung. Der Planet gibt Strahlung ab. Ah ne, das war unsere Kiste. Unsere Kiste gibt Strahlung ab. Nee, doch nicht. Lalala. Dieser Planet ist ganz schön verstrahlt. Ich glaube, wir sollten nicht hier sein. Ist alles kaputt. Wahrscheinlich hier sollten wir unterirdisch graben, wa? Also. Soll ich mal gucken? Nö. Aber wir sollten uns auf was Wichtigeres konzentrieren. Und zwar Nahrung. Du kannst einsammeln. Gib Fasern. Also diese Radioaktivität, das ist nicht so cool. Ich glaube, wir sollten hier wieder kurz mal verschwinden. Das ist nicht so. Das fühle ich gerade nicht so. Es tut mir leid. Dieser Planet ist nicht das, was ich erhofft habe. Aber die Palmen will ich trotzdem nochmal untersuchen. Das sind Drohnen, ne?
Scheiße, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich flieg mal einfach dran vorbei, wenn die, dann hau ich ab. Gut, sie greifen nicht an. Und diese Krabbelviecher sehen nicht freundlich aus. Also lasse ich das mal. Ich mal da hinten rüber. Natürlich gut, dass ich jetzt wegen Nahrung voll auf dem Laufenden bin. Nochmal 300 Punkte. Ich glaube, das ist bloß das Gebiet, wo es so strahlig war, wa? Ich lande mal, ich gehe mal kurz darin. Ganz vorsichtig. Ein Bienchen. Seien Sie vorsichtig, ich bin bewaffnet. Na, ich greife hoch an, wenn ich sein muss. Oh, ich kann hier übernachten. Nicht unternachten, sondern übernachten. Achso, jetzt müsste ich erstmal die Sichtbrille umstellen, wa? Denn hier ist auch nichts. Das ist einfach bloß eine Unterkunft, die schon zerstört ist. Ich mag das. Ich wollte das eigentlich nur umpinseln, wa? Unser Schiff. Ich muss das wieder umstellen. Genau, deswegen. Ein Frack. Macht das noch was, wenn ich pinksen? Oh, da kriegt sie ja nochmal extra Punkte. Landen Sie bitte. Und machen Sie Strom aus. Wir müssen ja sparsam sein. Der Ding hat ja kein Schutzschild. Das muss ich nur anbauen, wa? Das wäre cool, wenn ich ein Schutzschild habe, ne? Bitte nicht schießen, weil der Ding hat nämlich einen Schützturm. Das muss man doch bestimmt abbauen können, ne? Mann, Alter, das hat 3000. Das sollte ich nicht mit meinen kleinen Türchen abbauen, wa? Also, ich lasse das mal nochmal sein. Vielleicht mache ich das nachher weg. Erstmal mache ich hier ein bisschen Buddeln. Gut, dass ich das mache und habe fast keine Nahrung, ne? Naja, gut, das wurde ja auch gesagt, dass ich sowas machen soll. Wäre cool, wenn da Nahrung drin gewesen wäre. Sind hier auch Roboter drin, hier so eingebaut oder so? Nicht, dass ich hier irgendwas freisetze, was ich nicht freisetzen möchte. Ein Klo. Oh, jetzt bin ich wieder sauber. Ist ja mal cool. Ups. Aber Nahrung wäre mir jetzt lieber. Es geht da runter. Bitte sei kein Gegner drin. Oh, Strahlung, wa? Was kostet die Welt? Oh, das ist gut. Ich hab grad von dir gesprochen. Das wird bestimmt noch gut sein. Was ich mir jetzt frage ist, wenn hier Viecher drin sind, die werden bestimmt nicht freundlich sein, wa? Ey, wir sind zwar eingebuddelt, aber der buddelt uns aus und raubt uns aus. Das sind zwei Sachen, die ich nicht mag. Den Generator sollte ich mal vielleicht. Achso, hier sind wir. Eine drahtlose Verbindung. Hab ich hoch. Und zwar jetzt. Da ist nicht mehr. Das ist nur ein Warp-Antrieb. Kann man die nicht so abbauen und dann behalten?
man die reparieren? Ich würde den dann auch für uns behalten. Alter, 3000. Auf jeden Fall kriegen wir die Teile, ne? Oder warte mal, kann ich den nicht? Ich muss mal gucken, ob man den so abbauen kann, dass man den auch behalten kann. Ich guck mal nicht, weil... Ich muss ja unbedingt zu Hause rumbauen. Cool. Obwohl, Moment mal. Aber damit werde ich das nie abbauen können, wa? Außer komplett. Ja, wie gesagt. Na, so krieg ich ja wenigstens die Komponenten. Das ist ja nie so verkehrt, ne? Dauert mir zu lange. Da sitze ich ja morgen noch dran. Na gut, ich würde mal sagen, das wird Zeit, hier nochmal wieder herzukommen, wa? Also, das ist gar nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. Aber ich brauche erstmal ein bisschen was gegen Strahlung. Eine Sonnenschutzcreme oder sowas. Jetzt sind ja die ersten Versuche, ne? So, Start in your engine. Ja, Energy haben wir hier noch. Sauerstoff haben wir auch noch genug. Ja, gut, Nahrung ist eben halt das Ding, wa? Alter, hier kommen wir nochmal hin. Ich glaube mal, dass das hier gefährlich ist. Ich glaube, ich brauche Raketen. Und dann sterben wir richtig. La la la. Aber eigentlich wollte ich ja wegen Kometen abchecken. Bis da so ein bisschen Zeug einsammeln. Alter, die Musik passt gerade dazu, wa? Odyssee in Weltall. Da müssen wir hin. Da ist unser Zuhause. Boah, das ist cool. Vielleicht werden wir noch die Düsen austauschen für ein bisschen mehr Power und so, wisst ihr? Und dann das Ding noch umpinseln. Nice. Ich frage mich gerade, ob wir bei uns in Hangar so erstmal drin parken können. Also Vorhang, ja. Ein wenig Hangar Games machen. Weißt du, dass das gut für den Planeten ist, dass du das quasi so schön abklatschen kannst. Hey, doch, jetzt wird unser Planet ja, wie gesagt, ich sehe das gerade auch bei uns auf der Karte. Das interessiert mich jetzt. Kann man hier so abpingsen? Alter, wir sind ja schon schnell unterwegs. Das sollte man dran denken, wenn wir an so einen Meteor uns hier versuchen, habhaft zu machen. So, nicht, dass wir, oh, zack, und dann wie auf einer Autobahn hier so, nur dass wir das Insekt sind, so flatsch. Checken wir mal unseren Planeten richtig ab, aber ich glaube, wir haben alle da abgeschickt. Das ist cool. Ich mag das. Jetzt muss ich bloß noch drehen, genau. Und wie gesagt, das ist ein kleines Raumschiff. Kann ich das auch so von der Entfernung anzoomen? Nee, wa? Oh, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz was machen. Warte mal, wie waren die da? So. Dann drückt man mal kurz ganz schnell. Warte mal, die bremsen mal ab. Und dann drückt man kurz F. Krass. Ich möchte das als Bild haben. Pass auf, gleich hier unseren Trieb flutsch. Futsch. So, eigentlich, ich muss mal kurz was machen, was ich normalerweise so nicht mache. So. Das will ich haben. Dankeschön. Spiel doch nicht so, Mensch! Ja, ja, ich hab mitgekriegt, dass mir kalt ist. Ich bin ja auch im Weltall. Ach so, ich muss ja wieder F6 drücken. Haha. Ja, 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 ich bin auch schon dabei. Oh, oh Mann, das war knapp. Ich habe schon lange leichte Frostbeulen. Das hat schon ein bisschen Lebensenergie gekostet. Ja, ja, ich weiß. Alles bloß für ein Urlaubsfoto, ich weiß. Also wir haben quasi
außer unserem Planeten nicht mitgerechnet, haben wir 3 Stück. Und der große zählt ja eigentlich auch noch mit, ne? Also den ganz großen, da will ich auch nochmal nachgucken. Müsste ja rein theoretisch ein Gasriese sein oder so in der Richtung. Hakuna Matata! Ja, doch, da siehst du auch, wie die Berge so ganz kurz so am Horizont kratzen. Jo. Oh, meine Base ist oh, mir ist schlecht. Da müssen wir hin. Nee, so, und jetzt können wir mal ein bisschen abpingen. Ah, siehst du? So kannst du nämlich alle Erze freilegen und Artefakte und so, was wir noch nie haben. Und vor allen Dingen, wir sind so schnell unterwegs. Kann ich auch hier so die Funze anmachen? Nee, das Ding hat kein Licht, also muss ich da noch ein Licht dran bauen. Ich brauche da noch eine Raumschifflampe. Es würde mich jetzt auch interessieren, ob das Ding wasserfest ist. Aber ich werde es nie ausprobieren. Mhm. Aber ich sag mal so, von der Größe ist das nicht so ganz korrekt. Und das meinte ich damit, wie schnell man doch die Größen unterschätzen kann. Seht ihr? Warten Sie mal kurz. Unterschätzen und so, ne? Unterschätzt dich mal, überschätzt dich mal nicht. Ja, das ist ganz schön schmal. Oh, oh, und vor allen Dingen diese Spiegelung, das ist ja nicht so gut. Warum mache ich das? Ich park draußen, das ist mir nichts. Solange der große Hangar nicht da ist, dann lasse ich das mal wahr. Das ist eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Entscheidung, die ich gemacht habe. Also, unser kleiner Ausflug war erfolgreich. Jetzt muss ich bloß noch landen. Und das Ding braucht unbedingt Füße. Die werde ich da ranzimmern noch. Aber so was von, kannst du aber wissen. So, also. Stoppen Sie Ihre Power. Oh, ist das schön. So, aber jetzt am Kühlschrank ran. Jetzt an den Kühlschrank ran. Nahrung machen. Coole Ding. Schon cool, schon cool. Das dauert noch ein bisschen. Och, wir sind Pflücke geworden. Jetzt muss das bloß noch richtig markiert werden. Aber was sagt denn hier unser Energie? Ey, wir müssen uns auf jeden Fall Meteoren ankicken hier wegen Energy, ne? Also Promethium, ne? Da werden wir nur 1 oder 2 Sachen davon brauchen. So, und ich müsste irgendwie kicken, dass ich denn irgendwie eine Kiste mit Munition oder so. Das heißt, wir müssen das Ding noch ein bisschen verschönern. Verschlimmschönern. Ist doch falsch. Ich war da daran. Hallo. Dankeschön. So, also, Villa. Ach komm, nächste. Kannst ja nie auf irgendwen stehen. Hier, klopp drin. Das wird zwar. Ist das nicht übertrieben? Ist das nicht so viele wären, aber. Schön Schmackofatzen. Ja, also wie gesagt, wir brauchen da irgendwie noch einen Container dran. Oder beziehungsweise wir müssen das so weit treiben, dass wir dann irgendwann mal das all in groß bauen können und das dann quasi drinne. Quasi, dass wir das in Orbit lassen und mit denen in den Planeten jagen, ne? Raketen, da kommen die also rin. Das sind eben halt die Düsen, aber irgendwo hast du da keinen. Kann ich denn da irgendwie so frachtmäßig. Oh, ich muss mich erstmal richtig hinsetzen. Ich muss naja kicken, abspeichern. Dann müsste ich hier quasi das wegbauen. Wisst ihr? So, dass ich das quasi ausbauen kann.
was wir Fracht anbauen können. Ne? Muss ich erstmal kicken. Ich glaube, wir werden gleich unser Schiff in die Luft jagen. Ich habe keine Multitools mit bei. Warum halten das nicht? Das wird schon seinen Grund haben. Zum Glück habe ich sie wahrscheinlich nicht mit bei. Haha. Na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, das war doch heute eigentlich eine gute Folge. Also quasi, wir werden demnächst mal gucken, was da ist. Und auf jeden Fall werden wir gucken, was da auf den ganz Großen ist. Und der Rote, das war auch interessant. Wie gesagt, wir haben da noch nicht alle draus gepult. Nicht mal annähernd. Aber ich brauche neue Ladung. Genau. Der Kabin braucht neue Ladung. Haben wir doch jetzt mal noch hergestellt, weil mir das gefehlt hat. Na, ist nicht so schlimm. Wo habe ich denn jetzt die Ladung hingeschmissen? Ich muss mir mal vorstellen, was wir da hätten alle rausholen können, hätte ich noch ein paar Ladungen. Hä? Ach nee, mir fehlen ja nicht die Bohrladung, mir fehlen noch die anderen Ladungen, Mensch. Nicht die Bohrladung, sondern die anderen hier. Die grünen. Nicht die blauen, sondern die grünen. Wo sind sie denn? Da. Das heißt, wir müssen nochmal morgen tauchen. Dann stellen wir die her. Und ich frage mich jetzt gerade, ich glaube mal, das sind die normalen Raketen. Müssen wir mal laden, kicken, was darin. Ich glaube mal, das sind die, die wir brauchen. Zur Verteidigung. Und Schrotzenmunition, siehst du, weil wir gerade das sprechen. Soll er gleich mal ein paar rinknallen. Na gut, Leute. Ich würde mich mal verabscheuen für heute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und ja. Dann heißt es Bewaffnung ab zum nächsten Planeten. Und dann Piraterie machen tun. Also, bis dann, ich bin raus. Tschüss.